Wenn die Frau mal wütend ist, ne? Sag mal. Was? Der sollte dich nicht treffen. Danke für die Information, Tommy. Ich hoffe, das hilft dir jetzt etwas. Was? Okay. Das wird ein interessanter Kampf, glaube ich. Ich habe trotzdem eine Idee. Scheiße, ja. Ich probier's mal mit den Silver Bullets. Aber es ist bloß genug Zeit, um alles vorzubereiten, so wie ich's brauch. Das wird jetzt nämlich lustig. Ich darf jetzt nämlich zuerst den Zauber auswählen. Dann darf ich den Revolver auswählen. Jetzt darf ich Silver Bullets. Safe noch oder nicht? Nein, so nicht. Okay. Das wird ein interessanter Kampf. Also zuerst den hier, jetzt den hier. Und jetzt nochmal laden. For fuck! Der ist nicht nett. Wenn er genauso viel Leben hat wie den Lisbeth Mahlzeit, der ist ja auch ziemlich durchlöchert. Okay, so. Heuiui. Wow. Scheiße! Kann man da irgendwie wegrennen in dem in der... Ich könnte stehen bleiben! Wenn man die Sterbesequenzen dann immer so elendig lang dauern würden. Ja, ich weiß. Ja, was macht der jetzt so? Dich verwirren, damit du stirbst. Ich merk's, ja. Vergiss das Safe dann nochmal. Ja. Gut. Gut, ich hab ja nichts gesaved, ja. Also Leute, das könnte ein bisschen länger dauern. Ihr seht ein spannender Endgegner. Hä? Was ist denn Stein? Das ist geschafft. Hast du den Stein weggenommen oder was? Du kannst ihn damit wahrscheinlich wegstoßen und auf dich zuspringen, oder? Der macht doch keinen Schaden, dachte ich. Ah, das ist jetzt dieses Monster. Jetzt hast du aber Zeit, ihn zu perforieren, Daniel. Hast du? Wenn es kommt, kannst du nochmal ein Save machen. Ich glaube, den Stein dürfte ich eigentlich gar nicht haben. Wahrscheinlich hast du ihn abgenommen oder so. Ich kann das mal speichern. Genau. In den Arsch, Daniel. Jawohl. Man muss es ja bloß ein paar Mal machen, bis er stirbt. Das könnte ja auch sein. Sicher ist sicher. Ich würde ihn trotzdem noch weiter perforieren. Wird er irgendwie größer, sag mal? Ich weiß nicht. Oh nee. Komm, ich komme auf die Silver Bullets, weil da hinten welche liegen. Ich glaube zumindest, dass es Silver Bullets sind. Nicht das Monster, ne? Ja,
aber Bullets. Verdammt. Wolltest du wechseln? Ja. Ist das von dir? Ja, das ist eine Ether-Falle, die ich gelegt habe. Deine Eile, ne? Ja. Das Monster wieder. So, safe hier. Ja, yeah. Hat natürlich auch was. Haha. Monster! Du bist ja ganz durcheinander. Der voll. Oder ist es die Shisha? Ich weiß nicht. Eins von beiden. Das müssen wir jetzt mit der Sense. Zurück. Eile. Alles. Ja. Überhaupt. Also irgendwann würde ich keine Bullets brauchen, würde die da nicht. Ja. Gegen das Monster muss ich im Neuhausen auch mal kämpfen. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt machen muss mit dem Gelsabar Stone, aber. Es ist praktisch, das Monster kommt immer hin. Der ist ein bisschen langweilig gerade, muss ich sagen. Naja, mein Gott. Soll man machen. Ja, wenn man weiß, wie er geht, ne? Wenn er wirklich so geht, ich weiß es ja nicht, ne? Naja, viele Moves hat er ja nicht. Aber was sollst du denn sonst machen? Mehr oft dann das Monster rufen? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ausprobieren. Das Monster wird schon irgendwann so kommen, aber... ich bin die hier. Normale Munition? Ja. Das Silberbullets sind doch stärker, oder nicht? Ganz sicher schon, ja, aber... Ich will jetzt mal schauen, ob das Monster auch wieder kommt, wenn ich jetzt nicht... Ja. Doch, springen wir mal anders. Jetzt kommt mir vor, wie der Glöckner von Notre Dame, so schaut ein bisschen aus. Also, ja, wir scheinen jedenfalls Schaden zu nehmen, wenn ich mal die Animation... normalen Bullets, ja. Mach mal, passt bitte. Oh ja. Das kommt wieder. Das ist ein Monster. Ja gut, der Arsch ist natürlich schon ist natürlich schon sehr wichtig. Berlin! Aber es hört sich schon so an, als ob er Schaden nimmt. Das war unfair. Das war merkwürdig. Oh Mann! Ich hoffe, wir haben den bald. Ja. Drecksack, der Blöde. Hä, was ist denn das? Grafikfehler? Schaut so aus. Stürzt den bloß, wenn ich da auf den Kopf schieß? Naja, der Kopf ist ein großes Ziel an sich. Nee, nicht mal.
Boah, ich muss da mal ab und zu mal wegschauen, Daniel, weil da werde ich echt gaga davon. Okay, los. Headshots. Ich hoffe mal nicht, dass du dieses Amulett da von der Hellebarde runterschießt. Warte mal, das kann sein. Das kann sogar sehr gut sein. Kannst du gar nicht sein. Also Schaden nehmen tut er jedenfalls durch die deine Schüsse. Jetzt wo du sagst, ja nee, es kann gut sein, dass ich mir das Amulett einfach geschossen muss. Deswegen wundert es mich, weil das ist nämlich eigentlich der Geisterbar-Stone. Ich glaube, den habe ich durch einen Bug einfach jetzt erhalten. Durchs Laden. Weil den dürfte ich eigentlich gar nicht haben. Ja, das schaut komisch aus. Ja, du liegt da. Eben. Ah! Hopp, Daniel! Yay! Geht doch! So einfach. So leicht, diese Gegner, Daniel! Oh, bist du süß! Weep! Dum-dum-dum. Danke für deine Hilfe! Mutter? Was? Ich wäre hingegangen und hätte ihn geknuddelt. Game over. Cheese load. Es wird dein Hintern erstmal ausgedehnt. Das ist immer nett, Surreal. Wie ist in der Vergangenheit, ja. Stimmt, da wird jetzt ein Typ irgendwie lebendig begraben. Schaut glücklich aus, der grinst. Ja, ist glaube ich eine Bestrafung gewesen oder sowas. Oder irgendwie sonst der Ritual. Aha. Ja. Oh mein Gott, Jeremiah ist weg. Er ist weg. Er hat gesagt, er holt nur schnell Zigaretten. Be right back. Ja. Du, Jeremiah, wie heißt dein Typ nochmal? Meiner? Das ist der Galloway. Jared, nee, nicht Jeremy. Ja, wie heißt denn sein Vorname nochmal? Vincent? Nein, das ist Joseph. Egal, ja. Galloway. Patrick Galloway. Ich hätte ihn jetzt Franz genannt. Ja, ist in Ordnung. Wir möchten jetzt auf jeden Fall den Fall noch zu Ende schießen. Damit Jeremiah. Damit Jeremiah in Frieden ruhen kann. Ah. So. Und jetzt schon wieder. Ah, genau. Ich glaube, dass Kaisinger was damit zu tun hat und er muss zurück nach Oneiros. Oh yeah. Oh ja. Aaron! Ja. Glück gehabt! I'm sure he would have wished to see this mystery solved. He was always trying to unravel the family problem, even when deathly sick. Perhaps you can find some clues among the items in his room. Wie ist der mit dem Butler sehr gut um? Macht es nicht. Schau, wie die ihn anstarren. Fresschen, Hunger! Explodieren die in meiner Hand? Oh, halt doch mal die Waffe! Nein! Hast die Viecher! Die sind nicht nett. Vor allem, die sind noch größer als die anderen. Hab's gemerkt, ja? Haben wir es von Gedankenschindern? Zumindest der Kopf davon. Ja, die kommen jetzt auch noch eine ganz schöne Weile lang. Loading. Bombardchen.
Ui. Okay. Achso, ich muss jetzt mal in seinen Raum reingucken. Habe ich nicht mitbekommen. Look around. Undress. Das ist das Kaminfeuer. Ach so. Was für ein unauffälliger Schlüssel. Study Key. Ich darf jetzt in die Schule. Won't budge. Jammed. Naja, okay. Röchelkranie. Ja. Wo war denn die Study nochmal? Ich weiß, wo sie in der Nische war, aber wo sie jetzt hier nochmal war, weiß ich nicht. Ja, bitte? Wie er mit den Zähnen gewackelt hat. Ich will ja an die Wäsche. Harr. Das ist kein japanisches Spiel, Daniel. Das ist kein Monster Tentacle Rape. Sein Nihilisten-Monster. Ein was? Ein Nihilisten-Monster. Ja. Wieso müssen immer Gegner kommen, wenn ich hier unten... Okay, stirb. Noob. Jetzt erstmal die Study finden. Ja, ich krieg auf jeden Fall noch den Blitzzauber irgendwann. Oh, Watermelon Tabak. Ja, du kriegst wenigstens was. Ich darf immer spielen. Der ist so gut. Ich brauche für dich mit. Ich darf sonst später wieder. Ja, alles ist mir klar, wenn sie aus ist. Won't budge. So, da geht's weiter. Das ist nicht unter der Tür. Im Sprung mit dem Schlüssel die Tür aufgesperrt. Ja, siehst du, wenn die Mutter ist. Nächstes, glaube ich, der Aaron, den wir killen müssen. Eine sehr spärlich eingerichtete Study, muss ich sagen. Ich hätte ein paar Bücherregale erwartet. Die Schlüssel sind immer so gigantisch groß. Damit man sie nicht übersieht und nicht verlieren kann. Oh, genau, er hat das Ritual vorbereitet. Lest euch ruhig durch, der Daniel zieht gerade. Ist auch mal da. Naja. Eigentlich hat er bloß Angst vor dem Ritual gehabt. Nimm Aaron! Hast du den Schlüssel jetzt mitgenommen? Deine Patience ist gone. If you will not leave, you will join us in our doom. Ah nein! Ah, weg! Den kann man hier noch nicht töten, nee, oder? Hat er sich gerade nackig gemacht? Geh weg, Aaron. Weiß, dass ich dich nicht mag. Weg! Ja, scheiße, jetzt musst du zu meinem Raum zurück. Wohin? Wieso liegen da Bücher? Won't budge. Hä? Ich mag ihn nicht. Locked. Nein, Bethany's Room Key, okay? Nein! Der vielleicht wirklich da gelegen? Was zum Teufel? Geh weg! Geh weg! So muss ich ihn auch killen. In dieser Form. Wenn er gleitet über den Boden. This door will not open! Oh Mann! Welche Tür denn dann? Die da! Da war ich aber schon.